Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin die Vanessa Blank von Bushcraft und Abenteuer. Die Nachfragen häufen sich, ob es dieses Jahr wieder ein Meet and Greet im Ebersberger Forst geben wird wie letztes Jahr. Ich muss euch heute leider sagen, nein, es findet dieses Jahr nicht statt. Und ich erkläre euch jetzt auch, wieso. Eins vorab, das letzte Meet and Greet war wirklich toll. Wir hatten zwar absolut kein Glück mit dem Wetter, aber dafür war es einfach eine schöne Gelegenheit, die Zuschauer mal kennenzulernen. Ihr seht immer nur mich hinter der Kamera und ich sehe euch eigentlich nie. Ich lese immer nur eure Kommentare. Und das war einfach eine super Möglichkeit, einfach mal ins Gespräch zu kommen, sich auszutauschen und sich einfach mal gegenseitig kennenzulernen. Dennoch werde ich es dieses Jahr aber nicht stattfinden lassen. Es gibt jetzt nicht diesen einen ausschlaggebenden Punkt, warum ich sage, nein, dieses Jahr nicht. Im Grunde ist es so ein großes Gesamtpaket, dass ich einfach sage, für mich, ganz egoistisch gesehen, wäre es nicht gut, wenn ich das Meet and Greet dieses Jahr wieder alleine aufziehen würde. Es war einfach letztes Jahr schon ein riesiger Haufen an Vorbereitungen. Ich habe das alles auf meine Kappe genommen. Der Stefan hat mir zwar geholfen, Stefan von Outdoor Chiemgau, aber dennoch war es echt viel Zeit, viel Energie und auch viel Geld, das ich da reingesteckt habe, dass das Ganze überhaupt stattfinden konnte. Ich habe mich da nicht dran bereichert. Es gab keinen Eintritt. Ein Teil der Gäste durfte kostenlos übernachten. Für diese Übernachtung habe ich aus meiner privaten Kasse bezahlt. Aber um das geht es mir jetzt gar nicht, um das Finanzielle, sondern einfach der Stress und der Aufwand, der da dahinter steckt. Vielleicht hat es der eine oder andere mitbekommen, die letzten Monate waren ziemlich turbulent bei mir. Ich habe einige Tiefschläge gehabt, beziehungsweise ja, Phasen, die sehr schwer für mich waren. Ich hatte den Prozess, mein Pferd Caruso ist gestorben, ganz tragisch. Dann die ungewollte mediale Aufmerksamkeit. Das waren einfach drei Punkte, die haben sehr, sehr an mir gezehrt. Und ich bin jetzt gerade so, dass ich sage, mir geht es jetzt gerade gut. Ich bin frei von Belastungen und ich kann mehr oder weniger von heute auf morgen leben. Ich muss mir nicht den großen Stress machen oder den großen Druck oder habe ständig irgendwas im Hinterkopf, wo ich sage, das gehört jetzt unbedingt noch erledigt, da musst du dich drum kümmern. Und ich wollte das nächste Meet and Greet, wenn ich es dann noch so nenne oder dem Ganzen einen anderen, besseren Namen gebe, ich wollte es größer aufziehen. Es hatten letztes Jahr nur sehr wenige Leute die Möglichkeit, daran teilzunehmen, weil wir einfach aufgrund der Platzverhältnisse die Teilnehmerzahl reduzieren mussten oder limitieren mussten. Und ich wollte das beim nächsten Mal größer aufziehen, dass mehr Leute die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen. Ich wollte mehr Workshops anbieten, mehr Übernachtungsplätze, einen Flohmarkt, Aussteller sollten vor Ort sein. Also wirklich ein großes Gesamtpaket für alle Outdoor-Begeisterten. Dieses Paket an Vorstellungen, die ich habe, wie es beim nächsten Mal ablaufen soll, erlaubt es mir im Moment einfach nicht, das Ganze durchzuziehen. Weil, wie ich gesagt habe, jetzt gerade bin ich auf so einem stressfreien Level und ich möchte das ganz gern beibehalten. Ich möchte mir nicht zu viel aufhalsen. Ich möchte mich eher erholen von den letzten schwierigen Monaten und den letzten schwierigen Wochen. Und also beim nächsten Mal möchte ich, dass viele Fremdfirmen mit einsteigen und dort auch ihr eigenes Ding ein bisschen durchziehen. Verschiedene Kurse sollen eben angeboten werden. Aussteller sollen vor Ort sein und ihre Produkte, die im Bushcraft-Bereich passen oder im Outdoor-Bereich, dort vorstellen. Und das bedarf so viel Kommunikation im Vorhinein und Organisation, dass ich mir das im Moment einfach nicht noch aufhalsen möchte. Weil also mein persönlicher Seelenfrieden, den ich jetzt gerade habe, der ist mir wichtiger, als jetzt auf Biegen und Brechen an so ein Event auf die Beine zu stellen, komplett in Eigenregie. Also wie gesagt, es ist nicht so, dass ich sage, ich mache das nicht mehr, weil mir ist das zu viel Stress. Ich hatte jetzt einfach zu wenig Vorbereitungszeit, weil ich mich in den letzten Wochen und Monaten auf andere Dinge fokussieren musste, die einfach jetzt eine höhere Priorität hatten. Und somit ist dieser Zeitpuffer, den ich gebraucht hätte für das Meet and Greet, für andere Dinge draufgegangen. Aber im nächsten Jahr findet das Ganze wieder statt und dann noch größer, mit mehr Aktionen, mit mehr Möglichkeiten mitzumachen, zu übernachten, sich mehr auszutauschen. Mehr Personen, im letzten Jahr waren es um die 300 Teilnehmer, weil wir da einfach nur nicht die Platzverhältnisse hatten. Aber ich habe da jetzt noch eine weitere Möglichkeit gefunden, dass wir mehr Platz bekommen. Also beim nächsten Mal möchte ich mindestens 500 Teilnehmer, wenn nicht mehr, und das Ganze dann auch auf zwei Tage aufzuteilen, nicht nur auf einen Tag, sodass ja einfach mehr Menschen die Möglichkeit haben, daran teilzunehmen und nicht
ja, dass ich dann sagen muss, sorry, die Plätze sind voll, jetzt geht's nicht mehr, du kannst leider nicht dabei sein. Jetzt wisst ihr also Bescheid, seid mir bitte nicht böse. Es ist nicht, dass ich euch nicht sehen möchte, es ist nicht, dass ich nicht mit euch im Austausch sein möchte und euch kennenlernen möchte, sondern einfach, ja, wie ich gesagt habe, meinen Seelenfrieden und ein bisschen Ruhe für meine in den letzten Monaten so rastlose Seele. Dafür im nächsten Jahr größer als zuvor, wie gesagt, mit mehr Aktionen. Es wird geil werden und ich hoffe drauf, dass ich an diesem Event viele von euch wieder sehen kann, viele von euch kennenlernen kann, aber eben mit einem Jahr Pause dazwischen. Nehmt es mir nicht übel. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch bis dahin eine gute Zeit. Pfiat euch!